Hallo ihr Lieben, ich habe mich lange nicht gemeldet, habe lange nicht geschrieben auf dem Blog. Es tut mir echt leid, aber die letzte Zeit war anstrengend. Und der Grund ist hier der linke Herr Astron, dann seine Zahngeschichte. Ja, die hat einiges hier noch nach sich gezogen. Und zwar, nachdem der Zahn gezogen wurde, hat sich dann ungefähr eine Woche später ein Abszess nach außen hin geöffnet, unterm Kinn, so ein bisschen höher da, also vom Kinn ein bisschen nach oben. Und da kam dann ganz viel dicker, fies, stinkender Eiter raus. Also ich kann euch sagen, Eiter ohne Ende kam da raus. Ja, und es ging ihm sonst aber gut. Allgemeinbefinden war gut. Er hatte kein Fieber. Er hat auch ja, sich normal verhalten, hat Interesse an seiner Umwelt gezeigt und hat gefressen. Allerdings nur Heukorps. Heu konnte er nicht essen. Ja, und er hatte auch so keine großen Schmerzen. Also die Tierärztin war insgesamt dreimal da. Die ersten beiden Male war das eben wegen der Zahngeschichte mit Zahnziehen und dann war das ja, weil der Abszess eben aufgegangen war. Und sie hat gesagt, wir geben kein Antibiotika, weil also die Wunde war offen, es lief gut raus alles und es ging ihm ja gut. Er hatte keine Schmerzen, er hatte keine Infektionen und so weiter. Dann habe ich die Wunde jeden Tag gespült, was er sich super hat gefallen gelassen. Also er ist wirklich ein ganz lieber, muss ich sagen. Sehr lieb, sehr menschenbezogen. Und ja, hat sich das wirklich ganz toll gefallen gelassen, obwohl ich keinen Halfter drauf machen konnte, weil die Wunde ja genau da war, wo das Halfter sitzen würde. Ja, und dann kam eben der Eiter raus und noch mehr Eiter, noch mehr Eiter. Also er hat bestimmt schon ganz lange mit diesem entzündeten Zahn zu tun gehabt, weil das da alles an Eiter rauskam. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ja, und dann waren wir eigentlich auf einem guten Weg, wie ich dachte. Der Eiter floss immer noch raus, er wurde jetzt ein bisschen dünnflüssiger und dann wurde es weniger und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt war es das und dann wird das wohl zuheilen. Und dann bin ich den einen Morgen hier im Stall, wie immer zur rechten Zeit am rechten Ort, was eigentlich auch mit Miranda immer so war, wenn irgendwas war, war ich gerade komischerweise immer bei den Pferden. In dem Moment hat das hat wohl gejuckt beim Heilen. Da hat er sich diese Wunde aufgescheuert und es kam Blut raus. Also es hat geblutet, als wenn man einen Wasserhahn aufdreht. Ich bin hin, habe geguckt. Er kam gleich zu mir, er ist ja so menschenbezogen und ich war voller Blut. Meine Klamotten, meine Gummistiefel, alles war voller Blut. Da kam nur das Blut so raus. Ja, ich habe natürlich einen Riesenschreck bekommen. Sofort wieder Tierarzt angerufen. Dauert ja immer ein bisschen, bis die da sind. Habe ich ihnen homöopathisches Mittel gegeben, was die Blutung stoppen kann und auch getan hat. Als die Tierärztin da war, hatte er erst schon aufgehört zu bluten. Dann hat sie sich das Ganze nochmal angeguckt, wieder gespült, Temperatur gemessen, bla bla bla, bisschen Wunde versorgt. Und er hat dann gesagt, ja, ist okay, mehr kann sie auch nicht machen und wir geben kein Antibiotikum, weil er hatte auch wieder kein Fieber und gar nichts. Und er hat ja auch gefressen, das ging ihm gut. Ja, und dann habe ich dann die Wunde jeden Tag gespült. Er hat auch brav mitgemacht. Es blutete auch nicht mehr, aber dann kam wieder Eiter, der zwar nicht mehr gestunken hat und auch dünnflüssig war.
Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, sind wir oder ist er endlich über dem Berg, weil seit 2 Tagen kommt keine Flüssigkeit mehr raus und ich denke, dass das jetzt heilen kann. Er wird homöopathisch unterstützt weiterhin, auch mit Schüsslersalzen. Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil das muss man ja immer individuell für jedes Lebewesen machen. Und deswegen, also, das schlägt bei ihm auch ganz gut an. Ja, und das ist endlich der Grund, weshalb ich gar nicht mehr zum Blocken kam. Und weil er nur Heukorps fressen konnte. Durch diese Zahnproblematik konnte er kein normales Heu fressen. Er hat, auch als er herkam, hat er schon Heuwickel gedreht. Also mir war gleich so, als wenn irgendwas mit seinen Zähnen nicht stimmt. Aber die waren ja gerade gemacht. Deswegen war ich mir denn da auch nicht so sicher. Ich kannte das Pferd ja noch gar nicht. Und bei den Pferden, die ich kenne, bei Miranda und bei hier Herrn Nilsson, da weiß ich, was los ist. Aber Astron kannte ich ja nicht. Und ich wusste nur, dass irgendwas nicht in Ordnung ist mit ihm. Und bis jetzt mussten wir Heukorps füttern. Wieder jeden Tag ein Sack Heukorps. Das sind unheimliche Kosten. Also Astron belastet die Vereinskasse, die sowieso nicht gut gefüllt ist, in dem Maße, wie eigentlich Miranda mit ihren 31 Jahren und dem funktionslosen Gebiss es getan hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt würde erstmal wieder eine einigermaßen normale Zeit anbrechen, aber das ist leider nicht so. Ja, und dieses Heukopfsfüttern, das ist auch unheimlich zeitaufwendig. Ich habe das ja schon mit Miranda ein Jahr lang gemacht, das letzte Jahr endlich, wo sie gelebt hat. Alle 2 Stunden habe ich das Pferd gefüttert. Heukorps einweichen, füttern, nächste Portion einweichen, füttern. Und das mache ich jetzt auch wieder. Von morgens früh bis nachts um 23, 24 Uhr, damit Astron über die Nacht auch kommt. Weil Heukorps kann man nicht so viel auf einmal füttern. Wenn das zu warm ist, gären sie. Wenn das zu kalt ist, frieren sie. Also das ist so eine Sache für sich. Das muss man immer sehen, wie viel man als eine Portion füttern kann. Und das Heu, was hier liegt, das kann er nicht fressen, um über die Nacht zu kommen. Nilsson, der kann das und der macht das auch. Aber Astron muss sich irgendwie so immer genug geben, dass er genug im Magen hat, damit er auch über die Nacht kommt. Und am Tage kriegt er eben ganz, ganz viele Portionen Heukorps. So ist das, wenn man ein altes Pferd hat, was Probleme mit den Zähnen hat. Und ich hoffe, dass jetzt irgendwann bald mal die Re Zeit anbricht, wo wir hier normal durchstarten können, wo er wieder richtig essen kann, wo er Heu essen kann und wo ich auch mal ein bisschen aus meinem Stress wieder rauskomme, weil ich sitze jetzt wieder in dem Hamsterrad, in dem ich das ganze letzte Jahr gesessen habe. Es war eigentlich nur kurze Zeit, wo ich mich mal ein bisschen erholen konnte und wo ich alles das eigentlich nachgeholt habe, was liegen geblieben ist, als ich mich noch um Miranda gekümmert habe. Und der Tod von Miranda, der liegt mir auch noch quer im Magen. Also es ist im Moment, ja, Entschuldigung, eine schwere Zeit. Deswegen habe ich auch nicht geblockt, muss ich ehrlich sagen. Und auch, weil wir hier wochenlang nur Regen hatten und die Pferde gar nicht rausgegangen sind. Sie können raus, aber sie haben einfach keinen Bock gehabt. Regen, Sturm, Sturm, Regen. Und sie haben natürlich den Stall voll geschissen, das so geht nicht mehr. Alles, was da vorne reinkommt, muss ja auch hinten wieder raus. Und ich habe mehrmals am Tag den Stall gemistet, damit sie das hier schön sauber und trocken und so haben, ne? Dann, ja, und deswegen bin ich nicht zum Bloggen gekommen. Und ich hoffe, dass mir das die Leser verzeihen. Denn ja, irgendwo musste ich Abstriche machen. Und ich hoffe, dass ihr euch dieses lange Video überhaupt bis zum Ende anguckt. Und wer vielleicht ein bisschen unterstützen möchte mit Heukorps oder so oder einer kleinen Geldspende, das wäre super, weil eine Tierarztrechnung
Die war jetzt schon über 300 Euro. Das sind nur zwei Besuche gewesen. Eine Tierarztrechnung steht noch aus für den lieben Astron. Ja, und tja, die Gebühren sind nämlich Anfang des Jahres verdoppelt worden von den Tierärzten. Und darum ist das alles ziemlich finanziell, eine ziemlich große finanzielle Belastung für unseren kleinen Verein. Und ganz herzlich möchte ich mich bedanken für die Leute, die jetzt in der Zwischenzeit gespendet haben. Da ist zum Beispiel die Karin aus der Schweiz, die Karin aus Italien, dann, da haben einige gespendet. Mathilda hat einen Sack Heukops gespendet, Harry aus Österreich hat Geld gespendet. Dann hat noch ein Manfred über PayPal gespendet. Ja, es ist alles super lieb und ohne diese Hilfe. Jetzt war doch tatsächlich die Speicherkarte voll. So viel habe ich hier schon gesabbelt. Sorry, aber nun geht es weiter. Jetzt seht ihr auch, die Pferde sind auch mal rausgegangen. Und das ist jetzt so typisch hier für Astron. So wie er mich irgendwo sieht, kommt er jetzt angedackelt. Also meistens verstecke ich mich schon, damit er nicht immer wieder reingeht. Wenn sie mal aus dem Stall rausgekommen sind und er sieht mich, muss er sofort wieder reingehen. Also seitdem der Zahn gezogen ist, da klebt der förmlich an mir wie ein kleines Kind, was am Rockzipfel seiner Mutter hängt. Also unglaublich. Ich weiß nicht, ob er gemerkt hat, dass ich ihm geholfen habe oder ob er immer so ist. Ich weiß es nicht. Marci, du bleibst hier. Nein, du gehst da nicht rüber. So ist brav. Man macht Wort sprechen. Ja, und ich wollte euch nur noch sagen, in der Zwischenzeit haben auch Leute gespendet und das ist total lieb, denn ohne euch würden wir das hier alles gar nicht schaffen. Und zwar haben Heukops gespendet, Mathilda, Kerstin und Uwe, Karin G. aus der Schweiz und dann noch Karin L. aus Italien. Das geht hier sehr international zu. Und dann haben noch eine Spende, etwas aufs Konto gespendet, Harry aus Österreich. Und Manfred Robert L. hat eine Spende über PayPal geschickt. Das finde ich auch ganz toll. Also ich danke allen, die hier irgendwie dieses Projekt mit unterstützen und die uns helfen, dass wir Astron versorgen können. Und ich hoffe, dass er bald wieder ganz, ganz normal fressen kann. Er kaut jetzt ja auch schon wieder ein bisschen am Gras, wie ihr seht hier, er knabbert hier ein bisschen. Das konnte er die ganze Zeit auch gar nicht. Ich meine, der Winter ist ja nicht so hart gewesen. Es ist ja immer etwas hier Gras auf der Weide, wo die Pferde dran rumzuppeln können, auf der Koppel meine ich. Und er stand eigentlich nur da und hat eigentlich gar nichts anderes gefressen, außer Heukops. Oh ja, und sonst Mesh habe ich ihm noch gegeben, aber alles andere konnte er nicht essen, weil er da echte Probleme hatte, ne, mit dem gezogenen Zahn. Ja, hoffe ich, dass der Wind hier nicht so reinhaut, dass ihr mich hören könnt. Und ich hoffe, dass ihr überhaupt noch da seid und euch diesen elendig langen Film anguckt, der keine schönen Bilder hat. Alles grau und grau heute. Ja, und ich hoffe, dass wir hier bald mal normal durchstarten können und dass alles besser wird. Und dass ich auch mal wieder ein bisschen Freizeit habe, denn momentan komme ich überhaupt nicht runter vom Hof. Ach, guck mal, jetzt will er... Marci! Du kommst hier rein! Los! So ist brav. Guck mal, jetzt wälzt er sich. Das ist ja süß, ne? Geht's ihm gut? Ja. Ja, du fühlst dich trotzdem wohl, ne? Alles gut, mein Großer.
Er ist auch gut drauf und er hat seinen Humor auch nicht verloren. Also die beiden, wenn ich die doppelte Sicherung nicht sofort auf dem Tor raufmache beim Stall, dann gehen sie hier auf dem Hof spazieren. Da ist er auch immer noch fröhlich dabei. Also trotz dieser ganzen Eitergeschichte und allem geht es ihm sonst gut und er ist wirklich jo, fröhlich, neugierig und total anhänglich und ja, lieb, umgänglich, händelbar. Also ich kann nur eigentlich nur Gutes über ihn sagen. Und er ist auch sehr intelligent und seine Sinne, die funktionieren also wirklich super. Er kann unheimlich gut sehen, er kann unheimlich gut hören, unheimlich gut riechen. Der findet Leckerlis mit der Nase und es ist unglaublich, dieses Pferd. Und nun hoffen wir, dass die Zahngeschichte bald durch ist. So, jetzt habe ich euch genug vollgesülzt und jetzt komme ich hier mal zum Ende. Und wenn ihr uns irgendwie unterstützen wollt, über eine Spende auf unser Konto oder über einen Sack Heukorbs, würden wir uns so freuen, weil wir haben ja auch noch die anderen Tiere zu versorgen. Aber Astron hat es ja auch verdient, so gut gepflegt zu werden, wie wir es mit Miranda gemacht haben. Jo. Und er ist mir auch jetzt schon ans Herz gewachsen in dieser kurzen Zeit, muss ich ehrlich sagen. Okay, das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und danke euch für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Und ich hoffe, dass ich bald wieder normal blocken kann. Bis dann und tschüss aus dem Norden.